I piszę już, tak? Dzień dobry, szanowni. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Der Kniefall von Warschau, das Foto des knienden Bundeskanzlers vom 7. Dezember 1970 war eine Ikone und ist immer noch eine Ikone in den deutsch-polnischen Beziehungen. Der in Warschau unterzeichnete Vertrag war auch ein Meilenstein in den deutsch-polnischen Beziehungen. Es ist mir heute eine große Ehre, Sie alle willkommen zu heißen zu unserer Online-Konferenz. Veranstaltet wird die Konferenz von dem Deutschen Polen-Institut, von der Stiftung Amicus Europa, die Willy-Brandt-Stiftung und die Friedrich-Ebert-Stiftung Warschau. Es ist mir eine große Ehre, Sie willkommen zu heißen. Ich heiße Agnieszka Wada. Ich bin stellvertretende Leiterin des Polen-Instituts Darmstadt. Bevor ich das Wort an Alexander Kwaśniewski gebe und an Herrn Wolfgang Thierse, möchte ich noch kurz sagen, was wir vorhaben für diese 2 Stunden. Nach den Begrüßungen werden wir uns die Vergangenheit ansehen. Wir haben Daniel Rottfeld und Carsten Voigt, die werden als Zeitzeugen erzählen. Und wir geben auch das Wort geben an unsere Experten, Politwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die über deutsch-polnische Beziehungen sich hier austauschen. Und natürlich werden wir das Wort an Politikerinnen und Politiker geben. Wir haben einen polnischen Politiker von der SLD, Andrzej Szejna, und wir haben Nils Schmid von der deutschen SPD. Und ich kann das noch wiederholen, das, was Sie bereits gelesen haben mit der Einladung. Sie haben auch eine Möglichkeit, uns Fragen zu stellen im Chatbereich, im Facebook-Bereich. Und wir haben auch eine Möglichkeit, über Q&A-Option im Zoom die Fragen zu stellen. Wenn die Zeit es uns erlaubt, werden wir alle Fragen beantworten. Wir werden die Fragen sammeln. Und jetzt möchte ich das Wort an Sie, Herr Präsident Kwaśniewski, geben, mit der Bitte um eine kurze Einführung. Schönen guten Morgen. Ich darf alle auch ganz herzlich begrüßen. Ein bisschen mehr vielleicht als ein paar Worte. Ich freue mich sehr, dass wir diese Gäste so feierlich begehen. Und am Samstag waren Treffen in Warschau und es gab eine Kranzniederlegung vor dem Ghetto-Mahnmal und von der Gedenktafel. Heute werden die Vertreter der beiden Präsidenten Steinmeier und Duda, die werden auch Kränze und Blumen niederlegen. Ich hatte auch eine Ehre, an einer Online-Sitzung des SPD-Vorstands teilzunehmen. Wir haben uns auch ausgetauscht über dieses große Ereignis. Es ist gut, dass wir dieses Ereignis in Erinnerung behalten. Das war eine Geste nicht nur in der politischen Dimension, sondern auch in der moralischen Dimension. Diese Geste hat sozusagen das alte Paradigma, die bisherige Logik der Geschichte verändert. Und im Rahmen dieser kurzen Einführung möchte ich auch ein paar persönliche Anmerkungen machen und dann natürlich auch einige politische. Als Willy Brandt nach Polen kam, war ich 16. Ich lebte damals in Belgrad, Białogard auf Polnisch. Das ist in der Nähe von Kolberg, Kołobrzeg auf Polnisch. Und dieser Besuch und der Vertrag, das war etwas Außergewöhnliches. Vielleicht nicht meine Generation, aber die Generation meiner Eltern hatte immer so ein Gefühl der Unsicherheit.
die polnischen Gebiete im Westen. Ja, diese ältere Generation hat auch schon Vertreibung hinter sich. Die mussten die ehemaligen polnischen Ostgebiete verlassen und mussten sich gen Westen bewegen. Und dieser Vertrag von 1970 hatte eine riesengroße Bedeutung. Und der Kniefall von Brandt, das war gar nicht so leicht zu sehen, denn in den staatlich geführten Medien waren so gut wie keine Berichte darüber präsent, aber mein Vater hörte den Sender Radio Freies Europa. Da haben wir davon erfahren. Diese Gäste waren natürlich einzigartig. Die spätere Faszination mit den beiden Sozialdemokraten Willy Brandt und dann Olaf Palme. Das waren die zwei Persönlichkeiten, die für meine Generation nach dem Tod Stalins und nach vielen anderen Ereignissen waren das die zwei Persönlichkeiten, auf die sich unsere Sympathien fokussierten. Aber ich war persönlich nicht dabei, aber ich möchte an drei Zitate anknüpfen, die klar nachweisen, wie die Menschen die Ereignisse damals einschätzen. Mieczysław Rakowski war damals Chefredakteur der Wochenzeitschrift Politiker, war auch erster Sekretär der PVAP. Er hat damals in seinen Memoiren geschrieben und er war wirklich akribisch, was diese Memoiren angeht. Er hat das ungefähr so beschrieben. Auf dem Rückweg mit Klaus von Bismarck, mit Rednern, war ich kaum in der Lage, ein Wort zu sagen. Brandt hat uns überrascht und wir haben sehr viel Respekt für ihn. Andere haben auch so reagiert. Und Hermann Schreiber, ein bekannter Journalist, hat dazu so geschrieben, da kniet einer, der das nicht tun muss, und zwar im Namen von all denjenigen, die es tun müssten, aber es nicht tun, weil sie keinen Mut haben oder es nicht können. Das waren Reaktionen der Zeitzeugen, die das damals beobachtet haben. Und das dritte Zitat kommt von Günter Grass. Da fühlten alle, da hatten alle so ein Gefühl zwischen der Rührung und der Panik, weil man nicht wusste, wie diese Gäste aufgenommen wird in Deutschland. Aber Brandt hat mit dieser Gäste die Geschichte verändert. Brandt hat gezeigt, dass Deutschland jetzt bereit ist, eine neue Politik zu führen. Sehr oft hören wir in unseren Diskussionen, warum das Brandt gemacht hat. Stand eher der Holocaust vielleicht im Vordergrund, aber das ist eine Diskussion. Das waren so symbolische Umstände, in denen Brandt diese Gäste machte. Aber ich kann auch zitieren so eine Inschrift von dem Ghetto-Mahnmal. Und das ist etwas, was die Gäste von Brandt sehr gut erklärt und gleichzeitig alle zufriedenstellen kann. Das sind so Worte, und das ist wieder ein Zitat, für diejenigen, die gefallen sind in einem beispiellosen Kampf um die Würde und die Freiheit des jüdischen Volkes, um freies Polen und die Befreiung der Menschen, polnische Juden. Das war also eine Geste an alle. Also diese Geste bezog sich auf die ermordeten Juden, auf das kämpfende und zerstörte Polen und auch auf Menschen in der
breitesten Dimension Menschen, die ihre Würde haben. So viel, was meine persönlichen Anmerkungen angeht. Nun zu der Politik. Vor 50 Jahren hatte Brandt ein neues Kapitel eröffnet, und zwar die Ostpolitik. Diese Ostpolitik war ein Nachweis dafür, dass es möglich ist, Dialog zu führen mit den Ostblockstaaten. Auch ein Nachweis dafür, dass man diesen Dialog aktiv führen muss. Und dieser Dialog führte zu der Konferenz von Helsinki 1975. Und diese Gäste hat auch dazu beigetragen, dass auch Widerstand entstanden ist in den Ostblockstaaten. Ich weiß nicht, ob Brandt so eine große Vorstellungskraft hatte damals, aber ich weiß, dass die Fortsetzung dessen, was nach dieser Geste passierte, war ein Nachweis dafür, dass die Ostpolitik, dass die Realpolitik wirklich Sinn ergibt. Und die SPD und in dieser neueren Dimension Gerhard Schröder, der uns so stark unterstützt hat auf unserem Weg in die Europäische Union, das war wirklich ein außerordentliches Ereignis. Also wir blickten natürlich auf die lange Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen, und jetzt sind Polen und Deutschland beide Mitglieder in dem Militärpakt namens NATO. Und Polen und Deutschland seit 2004 sind auch zusammen Mitglieder in dem erfolgreichsten politischen Konzept in der Geschichte der Menschheit, nämlich in der EU. Wir genießen die gleichen Rechte in dieser Organisation. Selbst wenn es bestimmte Spannungen gibt, dann betrachte ich diese Spannungen als vorübergehend, als nichts Dauerhaftes. Wenn beide Länder, Deutschland und Polen, daran interessiert sind, friedlich zusammenzuleben und den Versöhnungsprozess zwischen unseren Völkern fortzusetzen, dann muss man ganz einfach Vertrauen haben in Menschen wie Willy Brandt. Man muss diese Gäste vor 50 Jahren in Erinnerung behalten. Hinter uns stehen die meisten Polen und die meisten Deutschen. Nicht alle natürlich, aber die meisten, die Mehrheit. Und mit so einer Unterstützung sind wir in der Lage, das Versöhnungswerk fortzusetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Präsident Kwaśniewski. Und nun möchte ich das Wort geben an Herrn Wolfgang Thierse. Er hat aus dem heutigen Anlass eine Begrüßung aufgezeichnet, und ich bitte jetzt um den Film. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in meiner Eigenschaft als Vorsitzender des Kuratoriums der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung möchte auch ich Sie sehr herzlich zu unserer Online-Konferenz Der Kniefall von Warschau und der Warschauer Vertrag, politische Meilensteine in den deutsch-polnischen Beziehungen, willkommen heißen. An erster Stelle möchte ich Ihnen, sehr geehrter Herr Präsident Kwaśniewski, sehr herzlich für Ihre freundliche Begrüßung danken und für Ihre persönlichen Worte der Anerkennung für Willy Brandt. Worte der Anerkennung nicht nur für eine in der Geschichte wohl einzigartige historische Geste heute vor genau 50 Jahren, sondern allgemein für Willy Brandts Politik der Versöhnung und der Annäherung. Meine Damen und Herren, vor 26 Jahren hat der Deutsche Bundestag die Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung als eine überparteiliche Bundesstiftung mit der Aufgabe betraut, die Erinnerung an den früheren deutschen Bundeskanzler und Friedensnobelpreisträger des Jahres 1971 zu bewahren und sein politisches Erbe in die Zukunft zu tragen. Im Oktober 2019 haben wir das bisher umfassendste Erinnerungsprogramm seit Gründung unserer Stiftung aufgelegt, das
drehte sich um die Kanzlerschaft Willy Brandts vor genau 50 Jahren. Ganz sicher ein Höhepunkt wären am heutigen Tag vor Ort in Warschau die Veranstaltung zur Erinnerung an den Kniefall gewesen, mit Kranzniederlegungen am Ghetto-Mahnmal und direkt im Anschluss vor dem kleinen Denkmal für Willy Brandt, das seit Dezember 2000 an die historische Geste erinnert. Anschließend wollten wir unsere polnischsprachige Willy Brandt-Ausstellung im Königsschloss eröffnen und morgen noch eine Historikerkonferenz zur Versöhnungspolitik am Deutschen Historischen Institut Warschau durchführen. Vor gut 4 Wochen wurde klar, dass wir aufgrund der Corona-Krise neu planen müssen. Natürlich wären wir sehr gerne in dieser Woche nach Warschau gekommen. Doch die Präsentation einer Wanderausstellung lässt sich verschieben. Und für Expertenkonferenzen gibt es heute andere technische Möglichkeiten. Solche Online-Formate haben sicher sogar Vorteile, gewiss aber auch einige Nachteile. Wie dem auch sei, ich freue mich wirklich sehr, dass es gemeinsam mit unseren Partnern gelungen ist, am heutigen Gedenktag diese Online-Konferenz einzuberufen. Die von uns geplante Fachkonferenz mit dem DHI Warschau wird nun am Donnerstag stattfinden, ebenfalls in einem Online-Format. Meine Damen und Herren, vieles ist zu Willy Brandts Kniefall von Warschau und über die neue Ostpolitik der sozialliberalen Regierung Brandt-Scheel schon gesagt und geschrieben worden. Erlauben Sie mir einige ganz wenige persönliche Bemerkungen zu diesem besonderen Thema. Willy Brandts Geste am 7. Dezember 1970 hat mich, damals war ich wissenschaftlicher Assistent an der Humboldt-Universität im Osten Berlins, diese Geste hat mich zutiefst berührt. Viele Deutschen waren damals ergriffen. Ja, es gab Menschen, die haben vor Rührung geweint. Aber zugleich soll nicht verschwiegen werden, dass beileibe nicht alle Deutschen einverstanden waren. Es gab die bekannte Spiegel-Umfrage, durfte Brandt knien? Fast die Hälfte der Befragten hielten die Geste des Kanzlers damals für übertrieben. Nur 41% fanden sie angemessen. Das aber macht nur noch deutlicher, welchen Mut Willy Brandt damals aufgebracht hatte im Hinblick auf die innenpolitische Situation und die damalige deutsche, westdeutsche Gesellschaft. Als Zeitzeuge kann ich sagen, auch in der DDR hat man über den Kniefall von Warschau gesprochen. Die SED-Führung konnte das nicht verhindern. Sie hätte bekanntermaßen Brandts Geste am liebsten ungeschehen gemacht. Und weil das natürlich nicht ging, zumindest ungesehen gemacht. Willy Brandt, dieser andere Deutsche, wie er damals zuweilen genannt wurde, er, der selbst dem Widerstand gegen die Nationalsozialisten angehört hatte, mit seinem Kniefall vor dem Denkmal für die Helden des Warschauer Ghettos zollte Willy Brandt den Millionen Opfern der Shoah, den Frauen und Männern und Kindern, in der Mehrzahl polnische Staatsbürger, seinen Respekt und er tat es stellvertretend für das deutsche Volk. Er, der persönlich keine Schuld trug, bat um Vergebung für die Schuld seines Volkes. Für eine nach menschlichem Ermessen eigentlich unfassbare Schuld, auch gegenüber dem polnischen Volk. Heute, 30 Jahre nach Wiedergewinnung der deutschen Einheit und an der Seite mit unserem befreundeten Nachbarn Polen in einem vereinten Europa, heute wissen wir, auch viele polnische Bürger hat Willy Brandts Geste vor 50 Jahren berührt. Und das waren bei weitem nicht nur Angehörige der geistigen Elite, Politiker, die um einen Ausgleich bemüht waren, oder Repräsentanten der katholischen Kirche oder Diplomaten.
Ich bin mir ziemlich sicher, viele Menschen auch in Polen haben damals schon verstanden, dass Willy Brandt in seine Geste alle Opfer des deutschen Überfalls und der Besatzungszeit einschließen wollte. Der Kniefall von Warschau konnte jedoch nur ein Anfang sein, nur ein erster, kleiner, aber unübersehbarer Schritt auf dem Weg zu einer Aussöhnung zwischen unseren Völkern. Dem Warschauer Vertrag mit seiner de facto Anerkennung der polnischen Westgrenze durch die Bundesrepublik kam dabei ein eigener Stellenwert zu. Das eine ist von dem anderen nicht zu trennen, und darüber soll ja heute hier gesprochen werden. Eine wirkliche Aussöhnung zwischen Deutschen und Polen und die abschließende Lösung der Grenzfrage, meine Damen und Herren, wurden erst durch die friedliche demokratische Revolution in den kommunistischen Ländern und den Fall des Eisernen Vorhangs und der Mauer möglich. Wir Deutschen werden und dürfen dabei nie vergessen, dass es ganz wesentlich die Polen waren, die mit ihrem ungeheuren Mut und ihrer Beharrlichkeit der friedlichen Revolution von 1989-90 überhaupt erst den Weg gebahnt haben. Heute, als Nachbarn in einem freien und vereinten Europa, können wir Deutsche und die Polen uns in ganz anderer Weise die Hand reichen als noch zu Zeiten des Kalten Krieges. Die Menschen aus unseren beiden Ländern begegnen sich. Ja, sie wohnen und arbeiten häufig zusammen, sprechen frei miteinander und überwinden aus Unwissenheit entstandene Vorurteile durch gemeinsame positive Erfahrungen. Dabei ist gewiss, die Erinnerungskulturen in Polen und in Deutschland, sie unterscheiden sich. In unserem Land gilt der Kniefall Willy Brandts, der ihn zu einer Ikone werden ließ, als einer der wichtigsten Momente der deutschen Nachkriegsgeschichte. Der 2016 verstorbene Historiker Fritz Stern, er stammte wie ich aus Breslau und war mit seiner Familie jüdischer Herkunft 1938 in die USA entkommen. Dieser Fritz Stern hielt seine letzte große öffentliche Rede in unserer Stiftung und er ging sogar noch einen Schritt weiter. Fritz Stern sah in Brandts Geste einen wesentlichen Bestandteil des kollektiven Gedächtnisses der Europäer. In Polen wird die nationale Erinnerungskultur vor allem durch die Vorgeschichte und den Verlauf des Zweiten Weltkrieges, die verschiedenen Erhebungen gegen das kommunistische System sowie die Wirkungsgeschichte der Gewerkschaft Solidarność bis hin zum friedlichen Systemwechsel im Jahr 1989 dominiert. Willy Brandts Kniefall und der deutsch-polnische Normalisierungsvertrag von 1970 sind ganz sicher Bestandteile der polnischen Erinnerungskultur, stehen aber wohl nicht an vorderster Stelle. Umso dankbarer müssen wir denjenigen sein, die all die Jahre hindurch dafür gesorgt haben, dass in Polen ein seriöses und ehrenvolles Andenken an Willy Brandt bewahrt wird. Ich denke an Politiker und Staatsmänner wie Sie, lieber Herr Kwasniewski, oder auch an Tadeusz Mazowiecki, oder unter den einflussreichen Publizisten denke ich an Adam Michnik und Adam Krzemiński. Ich glaube schon, man darf sagen, Willy Brandt wurde schon früh für weite Teile der polnischen Gesellschaft zu einem Symbol des guten Deutschen. Und wenn ich dem deutsch-jüdischen Historiker Michael Wolfsohn, der ja einen sehr kritischen Blick auf den Kniefall von Warschau und dessen Bedeutung wirft, in einem Punkt recht gebe, dann ist es darin. Hätten die kommunistischen Machthaber Polens 1970 diese wirklichkeitssprengende Wucht der Brandtschen Demut erkannt, sie hätten versucht, eine vollständige Nachrichtensperre über den Kniefall zu verhängen. Bundeskanzler Willy Brandt, dieser große Europäer, wurde ein Jahr später verdientermaßen am 10. Dezember 1971 in Oslo mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.
Möge der Jahrestag und die kleinen Erinnerungsveranstaltungen, die wir trotz der Corona-Krise durchführen, und unsere polnischsprachige Wanderausstellung wird am nächsten Jahr ganz bestimmt noch auf Touren gehen, möge dies alles einen Beitrag dazu leisten, dass Willy Brandts Kniefall am 7. Dezember 1970 unvergessen bleibt, in Deutschland, in Polen, in ganz Europa. Ich danke Ihnen. Dziękujemy serdecznie panu przewodniczącemu Tirze. I tak jak wspomniałam, za chwilę chcemy przejść. Vielen Dank, Herr Vorsitzender Tirze, und wir möchten gleich die Diskussion mit unseren Panelisten beginnen. Ich freue mich auf Professor Adam Daniel Rotfeld, langjähriger Experte im Polnischen Instytut für internationale Angelegenheiten, im SIPRI-Institut. Er befasste sich nicht nur mit den deutsch-polnischen Beziehungen, sondern mit den internationalen Beziehungen, mit der Sicherheitspolitik. Herr Minister, Herr Professor Rotfeld, können Sie sich uns anschließen? Und ich darf auch Carsten Vogt begrüßen. Er war Koordinator der transatlantischen Beziehungen, war Bundestagsabgeordneter, ehemaliger Vorsitzender der Jusos. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Vogt. Und wir möchten jetzt unsere Aufmerksamkeit dem schenken, was 1970 passierte. Und wir möchten jetzt ein paar Worte dazu sagen, wie sich die Wahrnehmung unterschieden hat in Deutschland und in Polen. Die beiden Herren kennen sich sehr gut. Ungefähr 1970 haben sie sich kennengelernt und die haben sich mehrmals ausgetauscht zu verschiedenen Themen. Und ich freue mich jetzt auf diese Diskussion. Wie sah dieses Ereignis aus Ihrer Perspektive? Die erste Frage richte ich an Herrn Minister Rotfeld. Sie waren damals Experte im Polnischen Institut für Auswärtige Angelegenheiten. Also das war die Welt der Experten, wo dieses Ereignis natürlich sehr intensiv kommentiert wurde. Können Sie sich daran erinnern, wie wurde dieses Ereignis wahrgenommen von polnischen Experten, von der polnischen Regierung? Und wir hoffen natürlich, dass Sie ein bisschen aus der Küche plaudern und uns jetzt erzählen, was da los war heute vor 50 Jahren. Herr Minister Rotfeld. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank auch für diese Fragen. Herr Präsident Kwaśniewski hat schon gesagt, dass die Bratsche Geste in Polen damals nicht so sehr gezeigt wurde, sogar auch verschwiegen wurde. Ich möchte hier keine Details erzählen, aber das beruhte alles darauf, dass ich in meiner Eigenschaft des Politikers, dass ich damals mit der deutschen Zusammenarbeit befasste und ich koordinierte die Arbeit eines Instituts Forschung der deutschen Geschichte in Polen, da musste ich sagen, dass wir unter den Menschen, die wirklich kompetent und engagiert waren, uns darüber Gedanken gemacht haben, wie können wir dieses Problem lösen, das uns damals unlösbar schien und wir wurden durch diese Geste wirklich ganz tief berührt. Ich habe die Presse gelesen, ich habe Fernsehen geschaut und ich habe da überhaupt nichts darüber gesehen. Ich habe dann erst später verstanden, dass man die Fotos entsprechend bearbeitet hat. Im Vordergrund stand ein Soldat und der Willy Brandt war im Schatten dieses Soldaten. Man konnte dadurch nicht sehen, dass er wirklich auf den Knien war. Und am nächsten Tag hat man das erst aus der deutschen Presse erfahren. Das war also die Geste eines Menschen, der wirklich ein Gewissen hatte.
Und ich bin eine Person, die nicht so sehr Bedeutung solchen Gästen normalerweise beimessen würde, weil die manchmal einfach die Realität ein bisschen verzehren. Wir sind als Menschen heutzutage an die Zivilisation der Bilder angewöhnt. Das bedeutet, wir gehen ein bisschen in die Steinzeit zurück, als das Bild die einzige Form der Kommunikation war. Ich wurde in der Kultur des Wortes erzogen und so bin ich aufgewachsen. Trotzdem, im Falle von Willy Brandt habe ich zu sagen, dass er wirklich sehr gut, sehr zutreffend verstanden hat, welche enorme Unlust und Probleme und Schaden da im Zweiten Weltkrieg stattgefunden haben und er nicht dagegen sich verteidigen muss, sondern diejenigen, die dafür Verantwortung tragen. Und er hatte in seiner rührenden Rede damals gesagt, der Verrat, das waren die Regierung der Nationalsozialisten gegenüber dem Dritten Reich. Und es gab selbstverständlich eine ganze Reihe von unterschiedlichen Gästen, damals seine Gäste jedoch, des Menschen mit Gewissen haben die neuen Ausmaß, die in deutsch-polnischen Beziehungen verliehen. So viel dazu. Jetzt möchte ich noch ein bisschen über den Zusammenhang dieser Gäste sagen. Wir meinen manchmal, dass die Geschichte sich von einem wichtigen Ereignis zu dem anderen entwickelt und dass immer nächste Ereignis noch wichtiger ist. Das, was heute passiert, wichtiger ist, was gestern passiert ist. Aber die Tatsache, dass wir heute noch uns daran erinnern, was am 7. Dezember 1970, das, was wir heute beobachten. Und ich habe den Eindruck, dass für das polnische und deutsche Volk ist es wirklich wichtig, diese Erinnerung immer zu behalten und zu pflegen. Der richtige Gegenstand des Interesses von Willy Brandt und der Grund, warum er nach Warschau kam, war die Unterzeichnung des Warschauer Vertrages. Und man muss sagen, die deutsche Politik bezog sich damals auf unterschiedliche juristische Klauseln. Und das Ergebnis davon war, dass auf der polnischen Seite sich auch hauptsächlich die Forscher und Wissenschaftler auseinandergesetzt haben, die im Völkerrecht sich spezialisiert haben. Das waren wirklich große Persönlichkeiten im Bereich Völkerrecht in Polen, Europa und in der ganzen Welt. Ich meine hier folgende Personen wie Professor Manfred Laks, Krzysztof Skubiszewski, Alfons Kwiatkowski, Bolesław Wiewióra und viele anderen, die sehr häufig aus der Posener Schule stammten. Und ich würde sagen, im Gremium dieser Forscher befand sich auch Mieczysław Tomala, Jerzy Sułek, Professor Gelberg. Also ich könnte hier eine wirklich lange Liste von berühmten Persönlichkeiten benennen, die sich damals aktiv mit der Problematik der Regelung der deutsch-polnischen Beziehungen befasst haben. Warum habe ich das alles erwähnt? Formułami, zasadami, normami, które stwarzały wspólny język dla takich ludzi, którzy po stronie niemieckiej, jak profesor Frowein, Delbrück. Zubauen. Viele anderen auch. Das war also eine gemeinsame Verständnisebene. Und als Gerhard Schröder 2004 nach Polen kam und als eine Formel gesucht wurde, um Probleme zu lösen, die gar nicht so
so einfach zu lösen waren, hat man sich entschieden, eine gemeinsame Juristenkommission zu gründen mit Professor Frowein auf der deutschen Seite und Jan Barsch auf der polnischen. Und jetzt komme ich darauf zurück. Dieser Zeitpunkt, von dem wir heute reden, war wirklich sehr wichtig, aber das war nur ein Schritt, eine Etappe in dem ganzen Prozess. Und dieser Prozess hat schon früher gestartet. Und das war schon eigentlich die Entscheidung aus Potsdam. Das haben mal einige so gesagt. Aber ich meine, das war nicht so. Die Geschichte der deutsch-polnischen Grenze begann am 27. August 1937, als Ribbentrop, Molotow, Stalin und Hitler Polen geteilt haben. 40% des polnischen Territoriums wurden in die Sowjetunion eingegliedert und das wurde selbstverständlich schon der nächste Schritt nach der deutschen Nazi-Überfall auf Polen. Goloman hat damals geschrieben, Deutsche, die Grenzen damals verteidigten haben, die Wiederherstellung aus der Zeit vor 37 erwarteten. Sie haben sich genauso benommen, als ob es überhaupt nicht passiert wurde. Als ob wir auf diesen Zeitpunkt zurückkommen könnten, der 37 eigentlich existierte und als ob wir alles vergessen haben, was danach der Fall war, am 23. August angefangen wurde und dann früher noch im Januar 33, als Hitler die Macht in Deutschland übernommen hatte. Aus der Perspektive von Stalin, als man neue Grenzen festlegen musste, war es kein Zweifel, dass er die damals schon 39 eingegliederten Gebiete als Bestandteil der Sowjetunion ansehen wird und deswegen ein Viertel des Territoriums von Deutschland im polnischen Westen, im deutschen Osten, mussten als Entschädigung sozusagen für diese Eingliederung in die Sowjetunion der Ostgebiete Polens dem polnischen Staat gegeben werden. Der zweite Punkt war solcher. Man hatte gewusst, dass Deutschland wiederum zu einem großen Staat, zu einer Weltmacht sein werden. Also man hat versucht, die dem Polen aufgezwungene Regierung zu legitimieren. Und es gab noch einen Zeitpunkt, der vielleicht nicht vielen in Erinnerung geblieben ist, nämlich so wie Stalin dachte, wichtig für ihn war, dass Polen dauerhaft in die sowjetische Einflusszone angegliedert ist, dass Polen eine Garantie der Sicherheit eigener Grenze seitens der Sowjetunion hat. Und dann kann Polen nie Friedensbeziehungen mit Deutschland anknüpfen, weil Deutschland nie mit dieser Anerkennung der Ostgrenze einverstanden sein wird. Und hier kann man sagen, dass Willy Brandt und Egon Bahr und sehr viele andere SPD-Führer damals, die wirklich aktiv in die Tätigkeit auch gegen Naziregime engagiert waren, haben sehr gut verstanden, dass die Geschichte wirklich nicht darauf beruht, dass es große Ereignisse gibt und dass diese großen Erklärungen feierlich abgegeben werden und so weiter, sondern die Geschichte entwickelt sich unter den einzelnen Völkern. Und das alles, was seit 1933 bis 1945 passiert ist, konnte einfach nicht so vergessen werden. Und Brandt hatte Mut, das so zu behandeln. Und das wurde motiviert vor allem durch seine moralische Kraft. Aus dieser Perspektive kann man sagen, dass die kommunistische Propaganda bis
zum Jahre 1970 und noch später vor allem nicht diese Menschen zu betonen versucht, die wirklich auf Anerkennung verdient haben, die ich bisher schon genannt habe. Also ich kann zum Beispiel der Brief der polnischen Bischöfe an die deutschen Bischöfe von 1975 auch in Erinnerung rufen. Und dieser Brief wurde auch nicht entsprechend von der katholischen Kirche in Deutschland betrachtet. Obwohl wir hatten hier eine sehr positive Reaktion der evangelischen Kirche. Okay, wir werden hier einen Punkt setzen. Wir kommen gleich zu diesen späteren Ereignissen nach der Geste von Willy Brandt und Unterzeichnung des Warschauer Vertrages. Und jetzt müsste ich ein Wort bitten, auf die deutsche Perspektive hier zu sagen. Und wir kommen dann zu dem Brief der Bischöfe. Vorsitzende von der JUSO, von der Jugendorganisation der SPD. Und natürlich, ich gehe davon aus, das wurde auch bei Ihnen sehr stark diskutiert, dass Sie das auch reflektiert haben. Es gab bestimmt verschiedene Stimmen. Wie war die Stimmung in der Partei selbst, aber auch in der Bevölkerung? Was haben Sie damals mitbekommen? Wie waren die Diskussionen? Um die Geste selbst, aber auch um den Vertrag, weil, wie gerade gesagt wurde, es geht doch nicht nur um den Kniefall, es geht auch viel mehr um die Unterzeichnung des Vertrages. Herr Vogt. Ich bin mehrere Male mit Willy Brandt zusammen in Polen gewesen. Das waren nicht immer einfache Gespräche, die dort geführt wurden. Aber 1970 war ich nicht persönlich dabei, aber ich kannte Willy Brandt. Wir hatten uns häufig getroffen und ich muss ganz ehrlich sagen, damals häufig mit Konflikten. Denn wir waren Jungsozialisten und wir haben Willy Brandt in vielerlei Beziehungen in seiner Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik kritisiert. Aber in seiner Ostpolitik, seiner Polenpolitik nicht. Da standen wir völlig auf seiner Seite. In gewisser Weise haben wir uns sogar als Vorreiter gefühlt dieser Entwicklung, weil wir die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als Westgrenze Polens schon vorher gefordert haben, als es noch auch in der SPD selbst noch umstritten war. Es gab aber für uns andere Schwerpunkte. Die Diskussion, die es zum Beispiel besonders auch in Polen gegeben hat, in Deutschland auch, aber mehr noch in Polen, ob eine solche Geste an Gedenkmal für das Warschauer Ghetto eine richtige Geste wäre gegenüber dem polnischen Volk oder ob man nicht vielmehr an einem, in Anführungsstrichen, polnischen Denkmal hätte eine solche Geste machen. Die hat es ja in Warschau und in Polen gegeben. Die gab es bei uns als Jusos überhaupt nicht. Warum nicht? Weil für uns ganz klar war, die meisten Juden waren Polen und Polen hatte sehr viel seiner Mitbürger verloren und darunter waren Juden. Also diese Differenz zwischen Juden und Polen, die gab es in unserer Diskussion überhaupt nicht. Und seine Geste wurde immer als doppelte Geste wahrgenommen, als eine Geste Richtung Polen, die wir bitten um Vergebung und wir bitten auch um, wir gedenken der Opfer und wir verurteilen die Täter. Das war die Richtung, Geste Richtung sozusagen Warschau. Aber es gab auch eine die gleiche Geste wirkte auch Richtung Bundesrepublik. Warum? Es gab in der Bundesrepublik damals, das muss man sich vorstellen, das war 1970, noch sehr viele Leute, die der Meinung waren, die Täter, das war so eine kleine Gruppe um Adolf Hitler herum, die meisten von denen sind in Nürnberger Prozessen verurteilt worden und anderen Prozessen, aber die große Masse der Deutschen waren eigentlich keine Täter, sondern Mitläufer und zum Teil selber Opfer. Und man hat dann immer auch von der Stunde Null geredet, als war alles, was mit Nationalsozialismus zu tun hatte, das war sozusagen vor 1945 und das, was uns betraf, war die Stunde Null, der Beginn der Bundesrepublik Deutschland mit 1945 oder 1949. Und diese Definition des Deutschen hat Willy Brandt anders gesehen. Er hat nämlich mit der Geste deutlich gemacht, er als Opfer des Nationalsozialismus, als Immigrant, als Flüchtling, er hat die Verantwortung übernommen für Deutschland, obwohl er es als Person überhaupt nicht nötig hatte. Hat er diese Verantwortung übernommen. Und damit war klar, dass diese Verantwortung auch
nicht nur bei denen bleiben würde, die mal Täter gewesen sind, sondern sie war eine Verantwortung aller Deutschen und nicht nur der Deutschen 1970, sondern auch für alle Zukunft. Und das war auch für uns Jusos wichtig. Warum? Weil es natürlich damals, heute reden wir darüber nicht viel, aber damals gab es ja in den Behörden, in den Parteien, in den Führungsetagen der Wirtschaft ungeheuer viele Leute, die beim nationalsozialistischen Regime dabei waren. Und zwar nicht nur als kleine Mitläufer, sondern als Verbrecher. Später hat man ganz überrascht getan, als hätte man das nie gewusst. Ich erinnere mich sehr genau, dass wir das gewusst haben und dass ich auch mit Willy Brandt darüber geredet habe. Und er war der Meinung, man kann das nicht so laut sagen, weil viele, so viele dabei gewesen sind, dass dann es Unruhe im deutschen Volk geben würde, wenn man sie alle mit angreift. Aber er war ganz klar der Meinung, es war dies eine weite Verankerung im deutschen Volk. Und diese Geste von Willy Brandt hat das auch mit deutlich gemacht. Und es gab gleichzeitig eine realpolitische Seite, wenn ich das noch mal sagen darf. Ja. Willy Brandt war immer auch nicht nur ein moralischer Mensch, sondern auch eine realpolitische Seite. Und diese realpolitische Seite war, die hat eben Adam Rothfeld schon angesprochen. Wenn man wollte, dass ein Gesamteuropa sich entwickelt, dann ging es nur, wenn Polen sich sicher fühlte. Und wenn Polen sich nicht sicher fühlte, würde es den Zuflucht bei Moskau suchen. Und die Voraussetzung, dass Polen keine Sorge hat, dass die beiden deutschen Staaten sich annähern und dass man für Gesamteuropa wirkt, ist, dass Polen sich Sicherheit fühlt. Um das genau deutlich zu machen, die Sicherheit von Polen liegt im deutschen Interesse. Das ist etwas, was seine Ostpolitik ausgedacht hat. Wir wollen unsere Sicherheitspolitik miteinander verflechten. Deshalb deutsche Unterstützung, auch sozialdemokratische Unterstützung für den EU-Beitritt und für den NATO-Beitritt. Das war sozusagen unser Beitrag zu Gesamteuropa. Und diese gesamteuropäische Komponente, die ja auch nicht nur hat dazu geführt, dass deutsche und polnische Interessen in einem solchen Prozess in Gesamteuropa heute gemeinsame Interessen haben und beide dafür sein sollten. Das haben viele polnische Regierungen so gesehen, die gegenwärtige nicht so ganz, aber das kann ja wieder werden. Vielen Dank. Sie haben immer wieder die Deutschen gesagt, wir in Deutschland, aber man weiß, es gab zwei deutsche Staaten damals. Deshalb noch eine kurze Nachfrage vielleicht. In der DDR wurde das natürlich viel anders diskutiert, wahrgenommen. Was haben Sie damals mitbekommen? Welche Stimmen haben Sie von der DDR gehört? Und wie wurde das bei Ihnen diskutiert, diese DDR-Perspektive? Ich bin ja in diesen Jahren das erste Mal als Vorsitzender der Jusos nach Warschau gefahren, aber ich bin natürlich auch nach Moskau gefahren und auch in die DDR gefahren. Und der Walter Ulbricht, der damals schon nicht mehr der Präsident war, doch, der war damals noch Präsident, der hat, also der Chef von der DDR, der hat mal die Entspannungspolitik als Aggression auf Filzlatschen, Aggression on Slippers, genannt. Und er sah die Entspannungspolitik als besonders gefährliches Instrument an zur Untergrabung sozusagen der Existenz der DDR. In gewisser Weise hat er das realistisch gesehen. Das war nicht unsere Absicht unbedingt, aber das war die Wirkung. Und diese Wirkung hat über die Politik der kleinen Schritte zu der großen Revolution beigetragen, 1989, 90, wo Polen ja auch diese ungeheuer wichtige Rolle gespielt hat und auch später noch gespielt hat. Vielen Dank. Panie Ministrze, zatrzymaliśmy się w momencie... Herr Minister, wir haben beendet bei der Unterzeichnung des Warschauer Vertrages und der Geste von Brandt und wir haben festgestellt, dass die weitere Entwicklung der deutsch-polnischen Beziehungen durch die Unterzeichnung dieses Vertrages dominiert wurden. Und da möchte ich daran anknüpfen, wie aus Ihrer Perspektive dieser Vertrag, das was später passierte in Warschau, die deutsch-polnischen Beziehungen beeinflusst hatte in der kommunistischen Zeit und danach auch in der Zeit der Wende. Wir wissen, dass nach der Wiedervereinigung diese Diskussionen wirklich dann auch ganz laut geworden sind. Aber wie die Gäste und der Vertrag überhaupt dazu beigetragen haben, dass man neue Ereignisse in den deutsch-polnischen Beziehungen hat. Das ist eine sehr wichtige Frage, die sowohl Polen als auch Deutschland anbetrifft.
In Polen, wie wir alle wissen, hatten wir eine Situation, die sehr häufig als eine beschränkte Souveränität bezeichnen könnte. Polen war damals ein Staat mit beschränkter Souveränität. In vielen Fällen war Polen von der Sowjetunion damals abhängig. Und die Unterzeichnung des Warschauer Vertrages war damals für die polnische damalige Regierung, für den ersten Sekretär der Kommunistischen Partei Polen, damals der Vereinigten Arbeiterpartei Polens, war damals diese Entscheidung durch das polnische Volk als eine fundamental wichtige Entscheidung angesehen. Ich würde es nach 50 Jahren heute sagen, dass es die wichtigste Akte der Souveränität war. Und dieser Vertrag wurde mit einem deutschen Politiker abgeschlossen gegen den nächsten Nachbarn. Das heißt, die DDR war damals wirklich sehr kritisch gegenüber diesem Vertrag eingestellt. Die DDR dachte, der Görlitz-Vertrag vom 6. Juli 1950 ist eigentlich ausreichend und gibt Polen genau das, was Polen braucht. Das war damals die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze durch die DDR als die staatliche deutsch-polnische Grenze und nicht zwischen Polen und der DDR. Das war nämlich eine Anerkennung der deutsch-polnischen Grenze. Als Polen aber später mit der Bundesrepublik Deutschland Verhandlungen angefangen hatte, hatte man wiederum diese Formulierung deutsch-polnischer Grenze. Und Helmut Axel, die auch an diesen Verhandlungen teilgenommen hat, sagte, wir haben dieses Abkommen abgeschlossen, weil wir damals auch kein souveräner Staat waren. Und das war die Reaktion auf die große Empörung seitens von Władysław Gomułka. Warum habe ich daran erinnert? Dieses Ereignis zeigt uns sehr gut, dass autokrative Regierung, der damalige Anführer Władysław Gomułka in Polen, führte dazu, dass er eine Woche nach dem Abschluss dieses Vertrages durch die Geschichte aus der Politik rausgeschmissen wurde. Aber seine Nachfolger haben die Politik fortgesetzt. Der Gomułka hat seine Tätigkeit als Politiker angefangen, der nicht nur der polnische Generalsekretär in der Arbeiterpartei war, sondern auch als der stellvertretende Premierminister für die wiedergewonnenen Westgebiete Polens. So hat man das damals genannt. Und der Gomułka dachte daran wirklich so, während der Verhandlungen hat er zu dem polnischen Verhandlungsführer gesagt, sein politisches Leben geht zu Ende, er ist schon 65 Jahre alt und er möchte vor seinem Rücktritt, Ausstieg aus der Politik, dieses Problem vollständig lösen. Und das wurde dann an den deutschen Politiker weitergegeben und in einem Brief an den Außenminister Scheel war gesagt worden, dass es fundamentale Bedeutung für Polen hat. Polen hat diese Anerkennung also erhalten, aber im Gegenzug hat sehr viele Formulierungen akzeptiert, die für die deutsche Seite wichtig waren. Und nicht nur aus inhaltlichen Gründen, sondern auch deswegen, da Willy Brandt sich damals rechnete, dass er noch diesen Vertrag ratifizieren lassen muss. Und er hatte einen starken Widerstand im Bundestag dagegen gehabt. Trotzdem, dank der regierenden SPD-Partei, damals mit der FPD damals und den christlichen Parteien, war es letztendlich durch eine entsprechende Vereinigung möglich geworden. Und dann hat man die Politik fortgesetzt, auch in der neuen Regierung.
Und diese neue Regierung hat noch mehr die Bedeutung der Lösung der internen Probleme beigemessen. Und hier Helmut Schmidt hatte Verständnis dafür. Er hat auch mehrmals Ausdruck diesem Verständnis gegeben auf der OSCE-Konferenz in Europa. Es gab damals auch bei dieser Konferenz eine Begegnung mit Edward Gierek. Und man hat damals auf dieser Begegnung sehr viele Details noch miteinander vereinbart. Zum Beispiel Öffnung der Grenzen für diejenigen Personen, die Polen verlassen wollten, aufgrund der Familienzusammenführung. Wenn man sich als eine Person deutscher Herkunft angegeben hat. Unter diesen Personen gab es sehr viele Polen, auch sehr viele Polen, die im Widerstand während des Krieges gekämpft haben, war schon ein internes Drama in Polen. Man hat nämlich in Polen eine solche Politik geführt, dass diese Menschen sich damals entschieden haben, Polen zu verlassen. Aber diese Politik hat man auch bei der nächsten deutschen Regierung nach Brandt fortgesetzt. Und ich muss sagen, hier können wir nicht das, was 1990/91 stattgefunden hat, damit vergleichen, was dann damals 1970 stattgefunden hat, weil das ganz anderes Polen war. Aber ich möchte hier nur eine Tatsache in Erinnerung rufen. Professor Skubiszewski, während der Gespräche 2+4, die in Paris stattgefunden haben, verlangte, dass Polen mit einbezogen wird. Und nicht, weil Polen einer der vier Weltmächte ist, sondern weil er dachte, die wichtigen Entscheidungen über Polen können nicht ohne Polen getroffen werden. Er hatte diese sehr wichtige These damals aufgestellt, das möchte ich wirklich sagen, obwohl es schon lange dauert, wie ich rede, dass Polen keine Garantien braucht, sondern eine normale Grenze. Und diese normale Grenze hat dazu geführt, dass heutzutage die deutsch-polnischen Beziehungen qualitativ völlig anders sind. Die sind vielleicht nicht immer sehr gut, aber die sind schon damit vergleichbar, wie man auch mit anderen Staaten zusammenarbeitet. Die sind einmal schlechter, einmal besser, aber wir möchten die Besten haben. Vielen Dank. Wegen der Zeit muss ich jetzt den Punkt hier setzen. Und nochmal möchte ich an Herrn Vogt gehen mit der Bitte, uns zu zeigen, wie war es später, nach dem Jahre 1970 in Westdeutschland, diskutiert und auch im wiedervereinigten Deutschland diese Geste und der Warschauer Vertrag. Herr Rothfeld hat schon das Problem mit der Ratifizierung des Vertrages angesprochen, aber es gab sehr viele Diskussionen. Also kurze Perspektive, was hat man darüber nach 1960 über Beziehungen mit Polen und Warschauer Vertrag in Deutsch und Westen in Ostdeutschland gesagt? Ich will einmal nicht sagen, was man in Deutschland generell gesprochen hat, aber ich gehörte einem kleinen Kreis an, in dem Egon Bahr war, Horst Ehmke war, Hans-Jürgen Wischnewski war und der von Willy Brandt geleitet wurde, also den Kreis der Außen- und Sicherheitspolitiker in der SPD. Der traf sich mehr oder weniger wöchentlich. Und wir haben über die weitere Entwicklung der Beziehung zu Polen geredet. Und dabei war immer die gesamteuropäische Perspektive. Es gibt ja einige, die denken, haben damals immer nur westdeutsch, westeuropäisch gedacht. Die haben westdeutsch gedacht und nicht gesamtdeutsch gedacht. Sie haben aber auch nicht, sie haben westeuropäisch gedacht und nicht gesamteuropäisch gedacht. Willy Brandt war jemand, der gesamteuropäisch gedacht hat. Und deshalb ging es immer um die Frage, wie Entwicklung zwischen Deutschen und Polen beitragen können zu einer solchen gesamteuropäischen Entwicklung. Und diese Frage steht sich in verschiedenen Bereichen. Das ist die Frage der Geste, wie sie in Warschau gemacht worden ist, der moralischen Dimension. Dann gibt es die Frage der Kultur, das ist die Frage auch der Schulbücher. Soll man nicht unterschätzen als Themen. Das ist die Frage der Sicherheit, wo ich damals viel mit Adam Rothfels darüber geredet habe. Er hat immer gesamteuropäische Konzepte gehabt.
Und da ging es um die Frage, wie wir unsere Westbeziehung innerhalb der EU und der NATO, wie wir die verbinden können mit einer Dimension, in der Polen sich so sicher fühlt, wie es sich in seiner Geschichte noch nie sicher gefühlt hat. Denn Polen hatte immer das Problem, wenn Deutschland stark war, dass dann die Gefahr bestand aus polnischer Sicht, dass Deutsche und Russen sozusagen über die Köpfe von Polen hinweg irgendetwas über ihre polnische Zukunft entscheiden würden und nicht etwa die Polen daran beteiligen würden. Und diese über Jahrhunderte dauernde geostrategische Sorge der Polen, die wollten wir nicht nur im Interesse Deutschlands, sondern im Interesse Europas lösen. Und das ist ein Punkt, den ich glaube, den frühere Regierungen in Polen viel besser verstanden haben als die jetzige. Das ist nämlich, dass es eine neue Situation in Europa gibt. Polen und Deutschland sind heute auf der gleichen Seite. Sie sind mit der Mitgliedschaft in der EU, mit der Mitgliedschaft in der NATO auf einer Seite, und zwar nicht bilateral, sondern multilateral eingebettet. Wir beeinflussen polnische Politik, aber Polen beeinflussen uns über diese Institutionen auch. Und diese neue historische Lage, die, glaube ich, gesamteuropäisch wollte Willy Brandt. Auf jeden Fall ist das unsere weiter geltende Aufgabe. Und das wäre eine perfekte Überleitung zu der zweiten Runde. Leider muss ich jetzt diese Runde schon abschließen. Herr Carsten Vogt, Adam Daniel Rothfeld, vielen Dank für diese Runde. Jetzt kommen wir gleich zu der weiteren Runde, zu dem Rundtisch mit unseren Experten. Zuerst vielen Dank. I zapraszam do rundy drugiej. Zapraszam. Und jetzt beginnen wir mit der zweiten Runde. Ich möchte jetzt die Panelisten bitten, die Kameras einzuschalten. Clara Galvis, stellvertretende SPD-Vorsitzende und auch Mitglied des Vorstands der Stiftung Deutsch-Polnische Zusammenarbeit. Herr Professor Peter Oliver Löw, Direktor des Polen-Instituts in Darmstadt. Wir haben unter uns auch Janusz Reiter, den ehemaligen Botschafter von Polen in den Vereinigten Staaten und in Deutschland, und Frau Professor Agata Wodkowska-Badens von der Kochanowski-Universität in Kielce. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion, meine Damen und Herren. Ich kann diejenigen, die uns Facebook oder Zoom verfolgen. Sie haben die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen, diesem Q&A-Bereich unten, Questions and Answers. Und ich kann jetzt gleich daran anknüpfen, was wir vor kurzem gehört haben. Da war die Rede davon, wie der Vertrag, wie die weiteren Ereignisse deutsch-polnischen Beziehungen beeinflusst haben. Meine erste Frage richte ich an Clara Galvis. Du beobachtest diese deutsch-polnischen Beziehungen aus vielen Perspektiven, aus Perspektive der Politikerin, aus Perspektive der Experten. Könnten wir vielleicht diesen Themenbereich vertiefen? Was für Herausforderungen siehst du heute für deutsch-polnische Beziehungen? Was sind diese Herausforderungen? Womit sollten sich jetzt die Verbündeten Polen und Deutschland beschäftigen? Ja, herzlichen Dank, dass ich heute beitragen kann. Und ich denke, wenn Willy Brandt heute noch leben würde, er würde sich sehr glücklich schätzen über die Situation, dass Polen und Deutsche beide Mitglied der Europäischen Union sind, dass wir Verbündete, NATO-Verbündete sind. Wenn man sich betrachtet, wie viel erreicht wurde in den letzten 50 Jahren, wo es beim Kniefall erstmal darum ging, überhaupt Gesprächsfähigkeit herzustellen, dann sind wir jetzt natürlich in einer Situation, wo wir unglaublich viel geschafft haben auf einem gemeinsamen Weg, dass jetzt Polen schon lange in der Europäischen Union ist, auch eine der stärksten Ökonomien, dass wir, wie gesagt, auch eine gemeinsame Sicherheitsbeziehung haben. Das ist eine ganz andere Qualität, als das natürlich in den 70er Jahren der Fall war. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass grundlegend wertzuschätzen, weil wir natürlich, wenn wir heute über
schlechte oder gute Entwicklung in den deutsch-polnischen Beziehungen reden, dann machen wir das vor dem Hintergrund von tagespolitischen Streitigkeiten. Wir haben ja gerade eine sehr intensive, auf europäischer Ebene tagespolitische Streitigkeit über die Frage Rechtsstaatlichkeitsanknüpfung an Budget. Und da ist natürlich klar, es gibt Regierungen, die sind proeuropäischer als andere. Aber da sage ich als Deutsche, das ist das Ergebnis von Demokratie, dass jedes Land in Europa die Regierung hat mit den Prioritäten, die vom Volk gewählt wurde. Und unsere Aufgabe ist es, und da kann man vielleicht auch den Schlag zurück zu Willy Brandt machen, ihm wird ja niemand absprechen, dass er für seine Ideale gekämpft hat. Er hat das aber immer getan unter dem Stichwort, was Präsident Kwasniewski vorhin erwähnte, der Realpolitik. Und Realpolitik heißt natürlich immer die gegebene Situation sehen, die Handlungsspielräume der gegebenen Situation ausloten und dann einen für beide Seiten gangbaren Kompromiss zu finden. Und das ist gleichzeitig aus meiner Sicht die Lehre, die wir in unseren tagespolitischen Konflikten aus der damaligen Ostpolitik ziehen können. No właśnie, Polityka Willy'ego Brandta. Eben, die Politik von Willy Brandt, die Entspannungspolitik, das war nicht nur der Vertrag von Warschau, das waren auch neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit dem sogenannten Ostblock. Wir wissen, dass Brandt sich darüber im Klaren war, wie wichtig die transatlantischen Beziehungen sind, wie wichtig die gesamteuropäische Perspektive war. Er wollte das alles berücksichtigen. Was für Lehren können wir daraus für die heutige Situation ziehen? Wie können wir das übertragen auf die heutige Situation? Herr Botschafter, Sie haben jetzt eine Perspektive aus den Staaten, aus Deutschland, jetzt in Polen. Ja, Brandts Vermächtnis, Brandts Gedankengut, was ist jetzt wichtig? Ich kann mich noch an Brandt erinnern. Am 3. Oktober 1990, das war diese Reichstagstreppe, wir standen da zusammen. Ich hatte damals die Lust, ihn persönlich zu fragen, wie er dieses große Ereignis wahrnimmt, das wo sozusagen der krönende Punkt für Brandt, denn die Wiedervereinigung Deutschlands war immer ein großer Traum von Willy Brandt. Wie assoziiert er das? Denn für mich war das also eine symbolische Brücke zwischen 1970 und 1990. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass Willy Brandt im moralischen Sinne und auch im politischen Sinne einen sehr wesentlichen politischen Prozess initiiert hat. Ein Prozess, der dazu beigetragen hat, dann der eiserne Vorhang zu bröckeln begann und auch die Berliner Mauer. Und dann in den Jahren 1980, 81, nach der Entstehung der Solidarność in Polen, nach der Verhängung des Kriegsrechts in Polen, da hat die damalige Entspannungspolitik ihre bisherigen Grenzen erreicht. Und in den Kreisen der Solidarność in Polen gibt es immer noch ein sehr kritisches Bild der damaligen Entspannungspolitik aus den 80er Jahren. Teilweise ist das richtig, aber das ist nicht richtig in Bezug auf die 70er Jahre. Das zeigt nur, dass bestimmte politische Konzepte, dass praktisch alle politischen Konzepte nicht in einem Vakuum, sondern in einem konkreten Umfeld entstehen. Wenn diese politischen Konzepte später nicht abgeändert werden, dann wirken sie halt nicht mehr. 1970 und 1990, das war so ein 20-jähriger Sprung. Und jetzt schon wieder 30 Jahre und wir schreiben das Jahr 2020. Also 1990, da waren wir vereint in einer Vision. Die Wiedervereinigung Deutschlands hat auch
das Tor geöffnet für Polen, das Tor zu Europa. Jetzt sieht die Wirklichkeit ganz anders aus. Wir sind beide EU-Mitglieder, wir sind beide NATO-Mitglieder, wir sind Mitglieder der westlichen Welt sozusagen. Wenn ich jetzt die Frage beantworten sollte, wie nah wir wahrnehmen den Nachbarn, dann ist, glaube ich, die Entfernung, die emotionale Entfernung ein bisschen größer geworden. Wir haben eine ganze Reihe von Hindernissen, die uns daran hindern, gemeinsame politische Visionen zu erarbeiten und die Zukunft der Vision eines freien, integrierten Europa war abhängig von den deutsch-polnischen Beziehungen. Und auch ohne eine Verständigung zwischen Polen und Deutschland wird es auch keine wirklich gemeinsame Vision geben für alle Teile Europas. Und hier möchte ich einen Punkt setzen. Nun bewegen wir uns in eine andere Richtung. Ostpolitik. Und hier möchte ich eine Frage richten an Frau Wojtkowska-Baran. Die damalige Ostpolitik von Willy Brandt bedeutete natürlich was ganz anderes als die jetzige Politik. Das ist jetzt eine gemeinsame Aufgabe von Polen und von Deutschland, eine gemeinsame Aufgabe von Verbündeten im Rahmen der NATO, im Rahmen der EU. Was kann Polen und Deutschland als Partner, was haben die bereits gemacht, was für Pläne gab es? Wir versuchen uns jetzt auf die positiven Fragen, auf die positiven Seiten zu konzentrieren. Also wir sollen unsere Freude zum Ausdruck bringen im Zusammenhang mit dem, was uns gelungen ist, mit unseren Erfolgen. Vielen Dank für die Einladung zu dieser Diskussion. Die ist wirklich sehr interessant. Vieles ist gelungen, aber auf der anderen Seite ging vieles auch nicht so gut. Wir beginnen aber, wie gewünscht, mit der positiven Seite. Natürlich hat jeder Staat seine nationalen Interessen und wir können nicht erwarten, dass sich jetzt die Deutschen auf unsere polnischen nationalen Interessen konzentrieren und umgekehrt. Es ist uns aber gelungen, eine gemeinsame, so eine Gemeinschaft der Interessen zu finden in bestimmten Bereichen. Das war zum Beispiel die Ostpolitik. Und das wurde hier mehrmals betont. Die Erfolge, die es gab, größere Erfolge, kleinere Erfolge, die sind natürlich eng verbunden mit der polnischen NATO-Mitgliedschaft, mit der polnischen EU-Mitgliedschaft. Und wir sind zum ersten Mal in der Geschichte auf der gleichen Seite. Wir sind Verbündete, wir sind Partner. Die Fundamente der Beziehungen sind partnerschaftlich und gesund. Als Erfolge im Rahmen der Ostpolitik, im Rahmen der deutsch-polnischen gemeinsamen Ostpolitik, ganz bestimmt das Engagement in der Ukraine. Und zwar während der Orangenrevolution, obwohl hier Deutschland sich nicht so stark engagiert hat, aber jetzt oder später 2014 Euromaidan, wo die Vertreter Polens und Deutschlands auch Unterhändler waren zwischen den einzelnen Parteien da in der Ukraine und natürlich eine Unterstützung für die östliche Partnerschaft. Das ist vielleicht kein sehr wirksames Werkzeug, aber diese östliche Partnerschaft funktioniert und für bestimmte Länder, die Mitglieder dieser Partnerschaft sind, spielt das eine große Rolle. Das, was noch was ich noch zu den Erfolgen zähle, gemeinsame Konsultationen, so ein Königsberger Dreieck sozusagen, deutsch, russisch, polnisch, das hat funktioniert einige Zeit lang, aber jetzt aus offensichtlichen Gründen funktioniert dieses Dreieck nicht mehr als ein effektives, effizientes Tool.
die Erfolge, die wir haben, die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, kann man natürlich vernünftig einsetzen, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Obwohl es viele Abweichungen gibt, obwohl es konträre Interessen gibt, zum Beispiel eine ganz andere Wahrnehmung der Beziehungen mit der Russischen Föderation und natürlich weniger Emotionen gegenüber Russland in der deutschen Politik und eine sehr hohe, zu hohe Emotionsladung in den polnischen Beziehungen gegenüber der Russischen Föderation oder gegenüber der Ukraine, was uns manchmal daran hindert, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Das werden wir noch, ansprechen. Sie fangen schon an, irgendwie Visionen für die Zukunft vorzustellen. Wir kommen noch darauf zu sprechen. Aber erst einmal brauchen wir so eine Brücke zwischen dem, was damals passierte. Wir hatten das schon gesehen aus mehreren Perspektiven, aus Ostdeutschland, aus Westdeutschland. Eine Frage an Peter Oliver Löw. Sie beobachten auch die jetzigen deutsch-polnischen Beziehungen, die Wahrnehmung. Das ist hier eines der Schlüsselwörter und die Wahrnehmung der Geste, die Wahrnehmung des Warschauer Vertrags von damals. Wir können heute in den polnischen Medien, in den deutschen Medien sehen, dass die Wahrnehmung anders ist. Wie siehst du das jetzt? Warum gibt es immer noch diese Unterschiede in der Wahrnehmung? Warum auch heute dieser Vertrag so differenziert wahrgenommen wird und auch die Gäste in Polen und in Deutschland? Ja, diese Geste von Willy Brandt in Warschau war eine so unglaublich besondere Geste, quasi ein Kunstwerk, das Brandt dort geschaffen hat, weil es wie ein hervorragendes Kunstwerk so viele unterschiedliche Interpretationen zulässt, so viele Möglichkeiten, jetzt hier weiterzudenken und die unterschiedlichsten Räume zu definieren, in die diese Geste hineingewirkt hat. Und deswegen wurde sie in Deutschland, in den beiden deutschen Staaten, so unterschiedlich gesehen, in Polen unterschiedlich gesehen. Und das hat seine Auswirkungen natürlich bis heute. Auch der Ort, wo es stattfand, die Tatsache, wer hier zu sehen ist, an wen sich diese Emotionen richten, hat eine sehr unterschiedliche Richtung. Brandts Geste hat sich in alle möglichen Richtungen entfaltet, in die polnische Gesellschaft hinein, vor allem aber in die deutschen Gesellschaften. In Polen wurde sie aber völlig anders wahrgenommen und sie wird auch, sie hat auf andere Weise Emotionen erzeugt und sie hat auch negative Emotionen erzeugt. Letztlich sehen wir also die Geste als einen großen Ort der Erinnerung und einen Ort der Zukunft. Und diese unterschiedliche Wahrnehmung der Gäste in den deutsch-polnischen Beziehungen, auch die heutige unterschiedliche Wahrnehmung dieser Geste und dieser historischen Ereignisse können uns beunruhigen, kann uns auch unter Stress setzen. Aber da entsteht eine Frage, ist es etwas, was vielleicht in internationalen Beziehungen einfach ganz normal ist? Diese Frage möchte ich an Herrn Botschafter Reiter stellen. Er war verschwunden, aber jetzt ist er wieder da. Also ich bin wirklich gespannt, ob diese Zusammenfassung der deutsch-polnischen Beziehungen, die wir momentan machen, wie Sie darauf schauen, ist es etwas ganz Besonderes in der internationalen Zusammenarbeit oder ganz normal ist es in der internationalen Zusammenarbeit, dass wir unterschiedliche Probleme haben, unterschiedliche Wahrnehmungen und dass es einfach immer so funktioniert. Sind also die deutsch-polnischen Beziehungen ganz besondere Beziehungen oder ganz normal auf der internationalen Bühne, wenn Sie das aus der Perspektive eines internationalen Politikers beobachten? Können wir daraus eine Lehre für uns ziehen? Wir hören Herrn Botschafter jetzt nicht. Ja.
Also ich verteidige mich davor, uns als Polen für ganz besonders anzuschauen. Also dass wir zu nichts anderes passen und niemand imstande ist, uns zu verstehen, weil nur wir sind imstande, uns selbst zu verstehen oder auch nicht. In jedem Land, in den Beziehungen von allen Ländern, gibt es immer etwas ganz Besonderes. Und in diesem Fall Deutsch-Polnisch ist es vielleicht ein bisschen mehr von diesen Besonderheiten, aber es gibt auch Elemente, die sich wiederholen. Wenn wir zum Beispiel auf ein Problem schauen, das so viele Menschen heute beunruhigt in Polen, wie können wir nämlich unsere Beziehungen mit einem größeren und stärkeren Nachbarn in Europa richtig organisieren. Wir sind nicht die Einzigen in Europa, die sich diese Frage stellen. Diese Frage wird eigentlich in Europa vom Anfang an nach dem Krieg gestellt. Und die Antwort ist immer die gleiche, die richtige oder ein bisschen nicht so richtige. Diese schlechtere Antwort lautet, dass man sich von Deutschland trennen soll und sich vor Deutschland verteidigen. Diese bessere Antwort lautet, dass man sich mit Deutschland so clever abstimmen muss, damit diese Zusammenarbeit zusammen Gunsten sich auswirkt. Und das ist einer der wichtigsten Gründe der Prämissen der Europäischen Union auch. Wir haben uns in der EU vereinbart, damit jedes Land seine Macht mit anderen teilen kann und nicht nur für sich selbst das alles nutzen will. Das ist heute vielleicht schwieriger als früher in der kleineren Europäischen Union, in einer bisschen anderen Welt, ohne diesen Außendruck, den wir momentan empfinden. Trotzdem ist immer noch die Zusammenarbeit die beste Idee, damit zwei Länder mit vielleicht ungleichen Stärke richtig miteinander zusammenarbeiten können. Das ist immer die beste Antwort, die wir darauf geben können. Die Angst vor Deutschen, die kann historisch schon irgendwie geklärt werden, kann damit auch überwunden werden. Wenn wir darauf schauen, was im Osten passiert, dann ist es nicht so viel versprechend. Nur aus diesem Grunde sollen wir uns Gedanken machen, ob es nicht besser ist, Verständnis mit unserem westlichen Nachbarn zu suchen, mit anderen Nachbarn im Westen. Wir stehen heute im Wendepunkt, wo wir das neue Europa gestalten müssen. Und wir als Polen haben hier ein bisschen Glück gehabt. Wir waren immer ein Land, das immer die europäische Diskussion zu beeinflussen versuchte, auch nicht immer im Einklang mit unseren Interessen. Dieses Land war Russland. Und wenn es wirklich so ist, soll Polen wirklich alle möglichen Einflussmöglichkeiten nutzen, um auf die deutsche Politik Einfluss auszuüben. Und es gibt momentan nur diese Überzeugung, dass nur Deutsche unsere Entscheidungen beeinflussen können. Und ich bin damit nicht einverstanden. Nach der Brandtschen Geste konnten Polen nicht nur stumme Zeugen sein. Der Dialog mit der polnischen Seite war damals 1970 nicht möglich. Heute ist dieser Dialog möglich und wir sollen dieses Privileg nutzen. Gut, wir sollen das Privileg des Dialogs nutzen. Der Dialog ist immer eine Geste, eine sehr wichtige Sache, die beide Völker aneinander näher bringt. Und das ist auch die Aufgabe für Politiker und Experten. Deswegen die Frage jetzt an Klara Gajwitz, an dich. Welche Gäste würdest du dir wünschen in heutigen deutsch-polnischen Beziehungen? Was uns ja fehlt? Welche Gesten sollen beide Seiten gemeinsam oder Deutsche gegenüber Polen, Polen gegenüber Deutschland machen, damit dieser Dialog noch konstruktiver wird? Ich glaube, dass wir in der jetzigen Phase ja nicht mehr über den deutsch-polnischen Dialog reden, wie er in den 70er Jahren war oder auch nicht wie er in den 90er Jahren war, sondern die neue Qualität ist ja eigentlich, dass wir beide in der NATO, beide in der EU sind. Und deswegen, glaube ich, geht es
nicht so sehr um Dialog zwischen zwei Ländern, die sich irgendwie fremd sind, sondern die Frage ist, wenn man eine Partnerschaft hat, dann stellt man sich ja häufig die Frage, was machen wir eigentlich mit unserer Partnerschaft, mit den Potenzialen? Und Frau Agata hat es gesagt, aber auch Herr Reiter, wenn man nach Osten blickt, ist da in vielen Ländern gerade eine sehr schwierige Situation. Wir hatten letzte Woche zum Beispiel das Minsk-Forum, ein Dialogformat in Belarus. Und ich glaube, eine gute Geste, aber auch ein realpolitisch praktischer Vorgang wäre, wenn Deutsche und Polen gemeinsam eine neue deutsche Ost, also eine europäische Ostpolitik entwickeln würden. Zu der Frage, wie betrachten wir eigentlich die Entwicklung in der Ukraine? Wie können wir auch die Zivilgesellschaft in Belarus stärken? Aber auch, wie schaffen wir es, einen gemeinsamen Dialog mit Russland wieder in Gang zu setzen? Und ich glaube, eine neue Qualität wäre, wenn man das nicht zwischen Deutschen und Polen diskutiert, sondern wenn Deutsche und Polen als Europäer in der EU gemeinsam ihren Spielraum nutzen und auch gemeinsam verstärken, um die Situation im Osten Europas auch noch gemeinsam voranzubringen. Dziękuję. To idealne przejście do ekspertyzy. Vielen Dank. Das war sehr gute Überleitung zur Expertise der Frau Professorin. Welche konkrete Maßnahmen und Handlungen würden Sie also für Polen und Deutschland in der Ostpolitik sehen? Klara Gajwitz hat angefangen mit der Benennung der einzelnen Bereiche. Sie beobachten diese Bereiche aber ganz detailliert. Was würden Sie ganz konkret in den Beziehungen Deutschland, in den Beziehungen mit Osten, Belarus oder Ukraine vorschlagen? Gesten sind hier sehr wichtig, aber am wichtigsten sind ganz konkrete, sinnvolle, rationale Maßnahmen, die wirklich auf richtige, vernünftige Prämissen gestützt werden und nicht auf Emotionen und Bezug auf Vergangenheit. Ich verstehe, worauf das beruht, dass Polen sich immer wieder auf die Vergangenheit bezieht, was aber immer wieder erschwert, gemeinsame Stellungnahme mit Deutschen auch gegenüber der Ostpolitik zu finden. Unsere künftige polnische Größe steckt irgendwie in der Vergangenheit und wir beziehen uns gerne darauf. Deutsche dagegen schauen in die Zukunft und es wäre vielleicht gut, dass wir das auch lernen würden. Wir haben das schon gemacht, wir haben das auch schon getan, aber jetzt sollen wir mehr daran denken, die Vergangenheit einfach als Vergangenheit verlassen und in Zukunft schauen. Und was bedeutet das ganz konkret? Ich habe mir auch schon mehrmals Gedanken darüber gemacht, wie man das machen konstruktiv gemeinsam könnte. Und ich denke immer, es wäre wertvoll und sinnvoll, Initiativen zu nutzen, die sich bisher bewährt haben. Und wenn die sich nicht bewährt haben, dann muss man die besser gestalten. Königsberger Dreieck. Ja, und dann gab es eine gute Zusammenarbeit mit Frankreich und Deutschland im Rahmen des Weimarer Dreiecks. Jetzt ist diese Zusammenarbeit nicht mehr so gut. Also wir könnten vielleicht ein Dreieck oder Viereck, polnisch, ukrainisch, deutsch, vielleicht mit Russland auch zusätzlich. Man könnte hier auch auf unterschiedlichen Ebenen auch die Ukraine eingliedern in dieses Viereck. Also das bewährt sich immer vielleicht auch besser als offizielle staatliche Beziehungen. Das sind die Maßnahmen, die von unten auf stattfinden. Die Nutzung der menschlichen Potenziale der NGOs in Polen, Deutschland, die wirklich engagiert sind, Zivilgesellschaft aufzubauen. Und was hier sehr interessant und nützlich ist, was wir auch eventuell nutzen könnten, das ist das größere Engagement von Frauen. Wir sehen in Polen, der Ukraine, in Belarus, auch in Russland gibt es sehr viele aktive Frauen und das wird immer besser zu sehen. Frauen möchten Einfluss auf die Politik ausüben. Das Gesicht der belarussischen Proteste sind Frauengesichter. Also das ist ja auch eine Idee und Möglichkeit, sich gemeinsam zu engagieren. Von den NGOs in Polen und
Deutschland, um Frauen zu unterstützen, um größeres Engagement der Frauen in der Politik zu ermöglichen. Das ist selbstverständlich auch die Zusammenarbeit der Jugendlichen. Die Jugend ist unsere Zukunft. Wenn wir schon in die Zukunft schauen wollen, dann müssen wir auch junge Menschen einbeziehen. Und dann müssen wir selbstverständlich über schöne Gesten in der deutsch-polnischen Geschichte immer wieder sprechen. Auch in der polnisch-russischen, polnisch-ukrainischen, polnisch-belarussischen Geschichte können wir sprechen. Wir finden immer solche Gesten. Das ist immer ein gutes Feld für die Zusammenarbeit. Aber dann muss man konkrete Maßnahmen unternehmen. Das Feld, das es ermöglicht, ist die Kultur, ist die Wissenschaft, Bildung. Auch um die Situation der Personen zu verbessern, die wegen der Corona-Krise gelitten haben. Da ist es auch eine Möglichkeit, etwas zu machen. Wenn man hier psychologische Forschung macht, erfährt man, dass eine Möglichkeit, gemeinsame Interessen zu finden, das, was uns verbindet, ist es, nach Differenzen zu suchen. Wenn wir Differenzen suchen, das ist einfach zu finden, dann gleichzeitig parallel dazu finden wir auch Gemeinsamkeiten. Und dann können wir uns bei der Verfolgung eines konkreten Zieles einigen. Und das ist selbstverständlich momentan jetzt schwierig. Wir haben in Polen auch viele Diskussionen im Zusammenhang mit Frauenrechten, mit Beachtung der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte. Und hier hat Polen nicht so viele Bewegungsmöglichkeiten auf der staatlichen Ebene. Auf der Ebene der NGOs ist es aber völlig möglich. Es gibt sehr viele Instrumente auf polnischer und deutscher Seite, die man nutzen kann. Vielen Dank. Das war über die Gesten und ganz konkrete Maßnahmen in deutsch-polnischen Beziehungen, aber in Bezug auf die östlichen Partner. Und jetzt möchte ich jetzt auf bilaterale Beziehungen zurückkommen. Wir hatten schon ganz konkret darüber gesprochen im Zusammenhang mit Gesten bisher. Jetzt deswegen die Frage an Peter Oliver Löw zu dieser Bildkultur. Professor Rottfeld hat davon schon gesprochen. Du beobachtest den deutsch-polnischen Dialog, der momentan stattfindet. In unserem Institut haben wir manchmal den Eindruck, dass wir immer noch diese Gesten und Bilder brauchen. Auf der anderen Seite hören wir, wie viele von solchen Gesten noch möglich und notwendig sind. Geht es wirklich um diesen Kniefall und weitere Gesten oder ob es etwas anderes? Wie würdest du das definieren? Sind diese Gesten immer noch notwendig oder sollen wir die Gesten jetzt versägen und etwas Konkretes tun? Die Zeit der Gesten ist nämlich schon vorbei. Wie würdest du das sagen? Gesten werden immer eine gewisse Relevanz behalten. Wir haben Jahrestage, an die wir erinnern müssen, an die wir erinnern wollen. Und was macht man dann? Er legt einen Kranz nieder, man hält eine Rede. Aber das kann nur ein Element sein unserer deutsch-polnischen Partnerschaft. Und hier möchte ich auch meiner Vorrednerin so ein bisschen Kontra geben, nicht allein auf Rationalität gebaut sein kann. Weil wir, wenn wir uns als Deutsche für Polen interessieren wollen, wir das nicht nur deshalb tun, weil wir es toll finden, wie tolle Autobusse in Polen gebaut werden, sondern wir brauchen auch eine emotionale Grundlage unserer Nachbarschaft. Wir brauchen etwas, was uns davon überzeugt, dass es genau Polen ist oder andere Länder im östlichen Europa, für die es sich wert ist, es zu interessieren. Und das ist mehr als nur das sind mehr als nur Zahlen und das sind mehr als nur reine Statistiken. Aus diesem Grund ist es wichtig, vielleicht von den Gesten ein wenig abzugehen, aber dennoch Orte zu schaffen, an denen wir zusammenkommen, an denen wir uns über die Vergangenheit unterhalten, um die Stolpersteine der Vergangenheit aus dem Weg zu räumen, um uns mithilfe der Vergangenheit in die Zukunft zu katapultieren. Und einen solchen Ort hat der Bundestag ja neulich vorgeschlagen in seinem Beschluss am 30. Oktober, einen Ort des Erinnerns und der Begegnung zu schaffen für Polen, mit Polen, an Polen, ein Ort in Berlin, von dem aus eben genau diese Impulse gehen könnten. An diesem Ort würde die Vergangenheit
den Ausgangspunkt dazu bilden, sich zusammenzusetzen und gemeinsam Gedanken zu entwickeln, wie wir als Deutsche und Polen gemeinsam agieren können in Europa mit unserer schwierigen Vergangenheit und wie wir vielleicht als Deutsche und Polen gemeinsam diese Gesten für andere Kontexte entwickeln könnten. Und das ist etwas, was auch schon gesagt worden ist. Wir können als Deutsche und Polen gemeinsam den Ukrainern eine Möglichkeit schaffen, einen Diskursraum schaffen, einen Horizont bieten, sich weiterzuentwickeln, neue Nachbarschaften zu schaffen. Wir können diese Gesten, wir können diese Signale in andere Richtungen aussenden. Vielleicht ist auch irgendwann Russland ein Ansprechpartner für eine gemeinsame deutsch-polnische Initiative. Ein Königsberger Dreieck ist vielleicht zurzeit tot, aber es kann jederzeit wiederbelebt werden und es kann vor allem auch auf der zivilgesellschaftlichen Ebene neu belebt werden. Und hier haben wir als Deutsche und Polen eine Basis, die ist unglaublich breit, unglaublich stark, die ist aufgrund all der Migrationsbeziehungen, die wir haben und aufgrund der Kontakte von Städten, von Vereinen, von Gesellschaften, von Interessengruppen unglaublich weit entwickelt. Das noch deutlicher zu machen, zu zeigen, wie fest und stark die Beziehungen trotz aller politischen Herausforderungen und nun Instrumentalisierungen in unseren beiden Staaten sind, das ist etwas, was unsere Beziehungen wirklich auszeichnet und wo wir vorbauen können. Dziękuję bardzo. Jak widać, dużo praktycznych. Vielen Dank. Wie man sieht, sehr viele praktische Ideen, Kommentare dazu, wie Gesten und konkrete Maßnahmen in deutsch-polnischen Beziehungen ausschauen können. Gleich fragen wir die Politiker aus den beiden Ländern, welche Ideen für die Außenpolitik sie dafür haben. Jetzt bedanke ich mich ganz herzlich bei Peter Oliver Löw, Klara Gajwitz, Janusz Reiter und Agata Wodkowska-Bagan. Und jetzt kommen wir gleich mit dem nächsten Panel. Vielen Dank. Witam serdecznie po krótkiej przerwie. Und nach dieser kurzen Pause, willkommen zurück. Jetzt werden wir uns konzentrieren auf die Zukunft, teilweise auch auf die Vergangenheit. Wir haben heute mit uns Herr Dr. Nils Schmidt, außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag. Und wir haben auch Andrzej Szejna, den SEM-Abgeordneten, stellvertretender Vorsitzender des SLD für internationale Angelegenheiten. Meine Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und wir wollen hier gemeinsam einen Blick werfen auf die aktuellen Herausforderungen in den deutsch-polnischen Beziehungen, nicht nur bilaterale Herausforderungen, sondern auch breiter angelegt europäische Herausforderungen, internationale Herausforderungen mit dem neuen Präsidenten in den Vereinigten Staaten, vor dem Hintergrund der Situation in Belarus, aber erst einmal so eine allgemeine Frage. Könnten Sie kurz mit uns Ihre Überlegungen teilen? Zwei größte Herausforderungen, zwei größte Chancen in den deutsch-polnischen Beziehungen. Und wir fangen an mit Herrn Abgeordneten Szejna. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung. Die Bezeichnung, dass die Situation in Polen, dass die Situation deutsch-polnischen Beziehungen interessant ist, das ist eine diplomatische Feststellung. Aber diese Situation wird langsam dramatisch, vor allem vor dem Hintergrund der Diskussion auf europäischer Ebene. Man muss also in Betracht ziehen, was die Vertreter der regierenden Partei erzählen, das ist etwas, was unseren Beziehungen schadet. Und ich habe den Eindruck, dass bei uns die Außenpolitik verschiedene Minister betreiben, sozusagen für Politik, für Justiz, für andere Ressorts und nicht der Außenminister. Und die Herausforderungen sind dabei sehr, sehr groß. Herr Botschafter Reiter hat sich hier dazu geäußert, 1970 mit dieser symbolischen Geste
der war auch Vorreiter aus der damaligen Perspektive. Er legte natürlich ein Fundament nicht nur für die Wiedervereinigung Deutschlands, sondern auch für die polnische Mitgliedschaft in der EU. Die Regelung der Grenzfrage, die Klärung der Grenzfrage war eine der Voraussetzungen damals. Und wir sind jetzt institutionell sehr nahe Partner, aber von der emotionalen Seite her ist die Entfernung jetzt größer geworden. Das ist eine politische Frage. Also, ich habe hier noch eine pragmatische Feststellung vermisst. Es geht hier um die Energiewende, um den New Green Deal. Wir wissen, dass Deutschland jetzt schon vor 20 oder 30 Jahren auf eine Energiewende gesetzt hat. Und Deutschland hat wirklich riesengroße Errungenschaften in dem deutschen Energiemix. Da gibt es Tage, wo im deutschen Netz 100% der Energie aus erneuerbaren Energiequellen kommen. Wir haben natürlich so ein Modell vor Augen und Deutschland könnte hier Polen unterstützen. Und wir befinden uns zu so einem Zeitpunkt, wo wir eine Entscheidung brauchen. Und das ist natürlich eine riesengroße Chance für Polen. Das heißt, wir wollen uns in einer Kette befinden, als eines der Glieder dieser Kette. Natürlich müssen wir die ganze Wirtschaft vor Augen haben, die ganze Industrie, die damit zusammenhängt mit der Energiebranche. Also, aber das ist teilweise auch Geschäft. Bei normalen, offenen Märkten könnten wir einen Teil dieser Geschäfte nach Polen verlagern oder mit Polen zu machen. Da haben zum Beispiel die Deutschen Probleme mit diesen Nord-Süd-Trassen, also aus der Region Nordsee, Ostsee bis hin nach Baden-Württemberg und Bayern. Da könnten wir vielleicht so eine Trasse entlang der Grenze bauen auf polnischer Seite. Und es gibt natürlich verschiedene Abweichungen der nationalen Interessen. Die Frage der erneuerbaren Energie wäre also so eine wichtige Frage für beide Länder. Energiesicherheit und natürlich auch Cybersicherheit. Es geht hier nicht nur darum, dass wir heute 5G-Netze bauen können. Diese Entwicklung muss auch den Unternehmen dienen. Und Europa hat schon entschieden, dass beide Länder, also Europa hat entschieden, dass so etwas gebaut wird. Und wir, unsere beiden Länder, müssen auch eine Entscheidung treffen, ob wir mit den Vereinigten Staaten hier arbeiten, zusammenarbeiten wollen. Also ob wir auf Konfrontationskurs gehen in Richtung China. Das sind so große Fragen, die wir gemeinsam mit Deutschland beantworten könnten und so die europäische Politik beeinflussen könnten. Und natürlich, wie wollen wir unsere transatlantischen Beziehungen gestalten? Ganz bestimmt können wir jetzt so nicht ohne weiteres die Beziehungen wieder aufbauen aus der Zeit vor Trump. Es gibt jetzt andere Probleme, also Pandemie, Flüchtlinge, Russland, das sich ausschließt aus der Familie der Europäer und natürlich auch Cyber Security, die Sicherheit im digitalen Bereich. Und ich träume natürlich davon, dass hier Polen und Deutschland zusammenarbeiten und die europäische Politik beeinflussen. Natürlich müssen wir die transatlantischen Beziehungen erneuern nach einer neuen Formel, aber die transatlantischen Beziehungen sind ganz bestimmt wichtig. Noch das Weimarer Dreieck
Aber darauf kommen wir noch zu sprechen, in andere Geschichte. Richtung Herr Schmidt mich richten und nachfragen. Digitalisierung, Energiepolitik, transatlantische Beziehungen wurden gerade genannt. Welche Herausforderungen und welche Chancen sehen Sie in den deutsch-polnischen Beziehungen? Würden Sie zustimmen, das sind die Felder, wo man wirklich jetzt zusammenarbeiten soll? Würden Sie weitere nennen? Herr Schmidt. Ja, zunächst mal vielen Dank für diese Einladung an diesem historischen Datum als Nachgeborener ein bisschen in die Zukunft der deutsch-polnischen Beziehungen schauen zu können. Und das mache ich sehr gerne zusammen mit Andrzej Szejna. Denn ich teile vieles von dem, was er gesagt hat. Die Schwierigkeiten sind ja schon ausgiebig benannt worden. Ich glaube, wenn wir zwei große Herausforderungen nennen müssen, dann ist es einerseits die Debatte um die Rechtsstaatlichkeit und das andere ist, die europäische Handlungsfähigkeit insgesamt sicherzustellen. Und da brauchen wir auch Polen mit an Bord, wenn wir im Verhältnis zu den USA, wenn wir im Verhältnis zu China als Europäische Union mehr europäische Souveränität erlangen wollen, dann müssen alle europäischen Länder zusammenarbeiten. Aber ich will gern, ähnlich wie Andrzej, vor allem auch die Chancen benennen und vielleicht mehr Chancen als Herausforderungen. Ich glaube, das ist an einem solchen Tag auch gut, dass wir ein bisschen positiv reingehen. Und ich will ausdrücklich sagen, dass wir noch mehr die Fragestellung rund um die Industriepolitik zwischen Deutschland und Polen diskutieren sollten. Denn Deutschland und Polen, und in ähnlicher Weise gilt es übrigens auch für Tschechien, Slowakei, Ungarn, wir sind doch innerhalb der EU Länder, die noch ganz stark auf Industrie setzen, auf produzierendes Gewerbe, Maschinenbau, Autozulieferung. Das ist eine Verpflichtung innerhalb der EU, auch dafür zu sorgen, dass solche Industriearbeitsplätze auch in Zukunft noch möglich sind, unter den Bedingungen der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes. Und Andrzej hat recht, die Zusammenarbeit bei der Energiewende ist eine große Chance, nachdem jetzt Polen auch den Kohleausstieg beschlossen hat. Erneuerbare Energien sind grenzüberschreitend, wie auch Energiepolitik insgesamt grenzüberschreitend sind. Da sehe ich eine große Chance dahinter und das bezieht sich auch auf andere Felder der Industriepolitik, die Zukunft der Mobilität. Das muss uns interessieren, weil wir eben beide Länder stark von der Autoindustrie und der Zulieferindustrie abhängig sind. Digitalisierung gehört auch dazu, auch die Frage der zukünftigen Mobilfunknetze, der künstlichen Intelligenz. Ich bin auch sehr dafür, dass wir nochmal ausloten, wie wir bilateral Forschung und Entwicklung, Innovationspartnerschaften zwischen unseren Ländern verstärken können. Denn ich weiß, dass in Polen sehr stark diskutiert wird, wie man jenseits der Fertigung höhere Wertschöpfungsanteile auch bei zukunftsträchtigen Branchen in Polen etablieren kann. Wir haben bei uns das Fraunhofer-Institutssystem. Also da haben wir auch bilateral eine Reihe von Möglichkeiten, uns noch stärker auszutauschen. Und einen dritten Punkt will ich nennen. Das ist außenpolitisches Weimarer Dreieck. Ich glaube, dass wir einen guten Start oder Neustart hinbekommen haben, dieses Jahr auch mit dem Engagement von Frankreich. Wir brauchen bloß nach Belarus und Ukraine schauen, um zu sehen, dass wir da gerade auch mit unseren polnischen Freunden gemeinsam vorangehen können. Also der Ort der Erinnerung, den Peter Oliver Löw nochmal genannt hat, ist für uns dann auch der Ausgangspunkt, nicht nur in die Vergangenheit zu schauen, sondern auch den Austausch über zukünftige Projekte zwischen Deutschen und Polen voranzutreiben. Auch darin sehe ich noch eine große Chance, dass wir eine solche Institution ansiedeln und damit den deutsch-polnischen Beziehungen eine neue Qualität verleihen. Vielen Dank. Dann hoffen wir auch, mit dieser Initiative geht es schnell voran. Aber ich würde jetzt gerne bei dem Punkt, was Sie beide genannt haben, nämlich Ostpolitik, Beziehungen mit Russland, mit den östlichen Partnern bleiben. Was konkret kann man machen? Wo könnte Warschau und Berlin jetzt gemeinsame Politik, gemeinsame Schritte entwickeln? Was würden Sie vorschlagen oder was würden Sie oder machen Sie schon auch bilateral innerhalb von Ihren Parteien? Was würden Sie sich hier wünschen, auch wenn vielleicht das ist nicht sofort realisierbar, aber
Land hatte auch große Hoffnungen und er hatte auch die Mut, die ersten Schritte zu machen. Also lassen wir uns ein bisschen säumen und schauen, was möglich erwünschenswert wäre. Herr Schmidt. Ja, wir alle wünschen uns ein besseres Verhältnis zu Russland. Russland ist Teil Europas und die Friedrich-Ebert-Stiftung hatte vor einiger Zeit eine spannende Umfrage, wo auch ganz viele Russen nochmal betont haben, dass sie sich als Europäer verstehen. Und deshalb müssen wir zwei Sachen machen, genauso wie es auch damals Willy Brandt in der Ostpolitik getan hat. Wir müssen klar zu unseren Werten stehen. Es gibt einen Unterschied zwischen Demokratie und Nichtdemokratie. Es gibt einen Unterschied zwischen Menschenrechten und der Nichtgewährung von Menschenrechten. Aber wir müssen auch über Systemgrenzen hinweg den Dialog versuchen, gemeinsame Sicherheit, europäische Sicherheit denken. Und ich glaube, dass wir an zwei Punkten auch ganz praktisch ansetzen können oder an drei Punkten. Das eine ist das Thema Zivilgesellschaft, ist schon angesprochen worden. Das zweite ist europäische Sicherheit, dass wir das Thema Abrüstung und Rüstungskontrolle in Europa wieder auf die Tagesordnung nehmen. Wir haben auch eine große Chance damit, dadurch, dass Biden ein erfahrener Außenpolitiker ist und er weiß noch, was Rüstungskontrolle bedeutet. Er weiß, wie Rüstungskontrolle funktioniert. Also wir müssen unbedingt das Thema der Rüstung in Europa wieder auf die Tagesordnung und zum Gegenstand von Gesprächen auch innerhalb der NATO machen. Und das Dritte ist, auch wenn wir zu Recht sehr hart gegenüber Russland auftreten und die Sanktionen wegen der Ukraine-Krise und der Krim-Annexion aufrechterhalten sollten, sollten wir überlegen, ob es nicht praktische Gründe für die Zusammenarbeit zwischen Eurasischer Wirtschaftsunion und EU gibt. Und zwar in dem Sinne, dass wir technische Standards angleichen, dass wir einen sogenannten regulatorischen Dialog führen, damit wir diese Ansatzpunkte für einen gemeinsamen Austausch nicht ganz aus dem Auge verlieren. Serdecznie dziękuję. Podobne pytanie do pana posła Scheine. Vielen Dank und eine ähnliche Frage richte ich jetzt an Herrn Abgeordneten Scheiner. Sie haben hier schon die Ostpolitik angesprochen. Was für konkrete Möglichkeiten sehen Sie hier, in welche Richtung soll sich diese Zusammenarbeit bewegen? Also traditionsgemäß beginne ich damit, dass ich mit der polnischen Regierung momentan nicht besonders zufrieden bin. Genauso wie bei dem Weimarer Dreieck, der Fall war 2016, hätte Herr Minister Waszczykowski festgestellt, dass diese Form der Zusammenarbeit eigentlich schon ausgeschöpft ist. Für ihn war es aber erschöpft, nicht für die polnische Linke. Und heute bin ich mindestens mit einer Sache zufrieden, nämlich, dass Polen sich jetzt aktiv daran beteiligt, was in Belarus heutzutage passiert. Aber die Situation in Belarus und in der Ukraine nicht verglichen werden können. Die Gesellschaft in Belarus ist nicht so negativ der russischen Gesellschaft gegenüber eingestellt. Das sind ganz andere Änderungen oder Transformationen in Belarus und in der Ukraine. Wir müssen das anders sehen. Wenn es jetzt um Russland geht, habe ich den Eindruck, dass Russland immer noch sich auf dem Konfrontationskurs befindet. Die Regierung der Partei PiS hilft auch dabei nicht besonders. Aber es ist wirklich schwierig, eine gute Politik zu führen, wenn man sich nur auf Wrack und eines abgestürzten Flugzeuges konzentriert. Und bestimmt die Ostpartnerschaft, die heute sehr klein und schwach ist, auch wegen der bescheidenen europäischen Mittel. Aber das ist die Initiative, die wir auf der europäischen Dimension unterstützen könnten. Das könnte eine Aufgabe für die polnische Deutsche Linke sein, in beiden Regierungen, wenn man die
Macht vielleicht in Polen übernehmen kann. Und die zweite Sache in der Ukraine. Ich denke, die neue Regierung ist wirklich sehr offen, um die alten Systeme in der Ukraine sozusagen sauber zu machen, neu alles aufzubauen. Und wir sollen dabei helfen mit polnischen, deutschen, europäischen Firmen. Immer wenn man auf die Wirtschaft schaut, ist die Wirtschaft das wichtigste Instrument, um den Frieden auf der Welt einzuführen. Wenn man gute wirtschaftliche Beziehungen hat, niemand kommt auf solche Lösungen, die unvernünftig sind. Und man muss die Zivilgesellschaft unterstützen auf unterschiedliche Art und Weisen. Dann vielleicht juristische Hilfe, Medikamente, Pakete für die Einwohner von Belarus. Ich erinnere mich an die Zeit des Kriegsrechts in Polen. Damals hat die deutsche Gesellschaft durch Pakete die polnische Bevölkerung unterstützt. 30% der deutschen Haushalte haben Pakete nach Polen geschickt. Das ist eine Geste, die wirklich wichtig für Polen damals war. Das kann jetzt die deutsche und polnische Linke gemeinsam gegenüber der belarussischen Gesellschaft tun. Und wir sollen auch die Politiker in Belarus unterstützen, aus der Opposition, inwieweit es noch möglich ist. Wir dürfen heute selbstverständlich dem Lukaschenka nicht Argumente in die Hand geben, dass wir in die demokratische Tätigkeit seines Staates eingreifen möchten. Wir sollen also diese Ostpolitik gemeinsam als Polen und Deutschland als ein wichtiges Element der transatlantischen Zusammenarbeit auch benennen. Und darauf hoffe ich jetzt bei der Verwaltung von Joe Biden. Das war auch meine nächste Frage. Die transatlantische Agenda, da könnte man mit Vereinigten Staaten im Kontext mit Russland zusammenarbeiten. Aber was kann man auch gemeinsam als Polen und Deutschland tun mit der neuen Verwaltung in den Vereinigten Staaten? Hier verbindet man sehr große Hoffnungen in Deutschland. Es gibt eine breite Debatte darüber. In Polen vielleicht verläuft es ein bisschen unterschiedlicher, aber bestimmt sind beide Länder ganz stark an der Zusammenarbeit interessiert. Was kann man neben der Russlandspolitik noch nennen? Welche Maßnahmen können Deutsch und Polen gemeinsam unternehmen? Also ganz offen kann ich sagen, wir hoffen darauf, dass die neue Verwaltung in den Vereinigten Staaten von Joe Biden große Bedeutung den Menschenrechten, der Demokratie und der Sicherheit und Zusammenarbeit beimisst. Das wird andere Politik sein als die von Trump. Und das ist für uns wichtig, insbesondere aus der Perspektive des Kampfes, den wir momentan in Polen haben. Und ich meine hier, niemand soll sich in die internen Angelegenheiten in Polen einmischen. Aber es geht um die Unterstützung der wichtigsten Werte, der Werte der Europäischen Union zum Beispiel. Und dann solche Dinge, die ich schon früher erwähnt habe, die Beziehungen der Europäischen Union mit China. Diese Beziehungen sind in der EU ganz unterschiedlich. Deutschland ist hier an führender Position. Es wäre also gut, dass Polen auch davon ein bisschen profitieren kann. Und bei der Festlegung der europäischen Politik sollen wir uns auch beteiligen. Wir sollen gemeinsam zum Beispiel europäisch-chinesische Zusammenarbeit gestalten. Polen soll auch da einbezogen werden. Und Digitalisierung, die größte Herausforderung seit einiger Zeit. Es geht nicht um die digitale Sicherheit, sondern überhaupt um die Wirtschaft und überhaupt um die Fragen, wie man Beziehungen zu Vereinigten Staaten gemeinsam gestaltet. Gewisse wirtschaftliche Interessen unterscheiden uns und Deutschland. Wir haben hier im Bereich des Handels auch Differenzen haben, aber es ist wertvoll, auch mit einer Stimme zu sprechen. Energiesicherheit Europas, da haben wir eine kleine Differenz. Ja, können Deutschland und Polen nicht eine gemeinsame Stellungnahme haben. Wir hoffen auf die Stellungnahme des Vereinigten Staaten, dass die so bleibt, wie die war.
Aber ich denke, gemeinsam sollen wir die transatlantische Zusammenarbeit aufbauen aufgrund der europäischen Tradition. Das, was Trump zu machen versuchte, die bilateralen Beziehungen, die Einigung Europas zu zerfallen sollten, das war nicht gut. Es wäre gut, dass gemeinsam als Europa alles wieder tun. Weimarer Dreieck könnte hier ein wichtiges Element der Zusammenarbeit sein und hier könnte Polen auch eine entsprechende Rolle im Mittel- und Osteuropa spielen. Aber das hängt alles davon ab, wie die jetzige polnische Regierung die Außenpolitik definiert. Deswegen sehe ich ja viele Möglichkeiten für unsere Maßnahmen, das heißt die polnische und deutsche Linke. Vielen Dank. Und die gleiche Frage an Herrn Schmidt, Stichpunkt transatlantische Beziehungen. Welche Möglichkeiten der deutsch-polnischen Zusammenarbeit sehen Sie hier? Was würden Sie vorschlagen oder was planen Sie auch als eine von den beiden Regierungsparteien? Was wäre für Sie wichtig, dass in den nächsten Monaten in den transatlantischen Beziehungen deutsch-polnisch passiert? Ja, das Allerwichtigste ist, dass mit Biden ein Präsident an der Spitze der USA steht, der nicht gegen die europäische Integration ist, der die Europäische Union nicht als Gegner sieht, sondern als Partner. Das war bei Trump anders. Er war der erste Präsident nach dem Zweiten Weltkrieg, der die europäische Einigung bekämpft hat. Und damit spielen wir wieder gemeinsam im selben Team, auch auf Grundlage der gleichen Werte. Ich sehe das wie Andrzej, dass Menschenrechte und Demokratie bei beiden ein höheres Gewicht bekommen, auch in den auswärtigen Beziehungen. Er hat ja einen Gipfel der Demokratien angekündigt und da haben wir ein großes Interesse daran, dass die demokratischen Staaten in der Welt zusammenstehen gegen autoritäre Staaten, die versuchen, auch Druck auf einzelne, häufig auch die kleineren und schwächeren demokratisch regierten Länder auszuüben. Wir haben Interesse daran, ich habe es schon angedeutet, dass das Thema Rüstungskontrolle und Abrüstung wieder auf die Agenda kommt. Da setze ich darauf, dass Biden da auch ein Interesse daran hat, dass zumindest die bestehenden Rüstungskontrollregime wieder in Kraft gesetzt werden oder zumindest verlängert werden. Das ist im Interesse aller, auch der Sicherheit von Polen und Deutschen, denn wenn es zu einem Krieg in Europa kommen sollte, dann ist zu befürchten, dass eben Deutschland und Polen mit das Hauptaustragungsgebiet sein würden. Deshalb ist dieses Thema Abrüstung aus meiner Sicht ein zentrales Thema. Und wir haben eine weitere Gemeinsamkeit, Deutsche und Polen gegenüber Amerika. Amerika wird von Europa mehr Verantwortung in der Welt verlangen. Das setzt voraus, dass die europäische Souveränität in der Sicherheits- und Außenpolitik gestärkt wird. Das hat manchmal eine militärische Komponente und ich weiß, dass Polen sehr daran interessiert ist, die europäische Rüstungsindustrie zu stärken. Wir sollten auch darauf achten, dass Polen an europäischen Rüstungsprojekten teilnehmen kann, auch wenn Deutschland und Frankreich manchmal den Impuls geben. Es ist wichtig, dass es offen ist, auch für Partner wie Polen, wenn es zum Beispiel um die Zukunft des Panzerprojektes geht. Und wir müssen als Europäer insgesamt diplomatisch und politisch stärker in unserer Nachbarschaft aktiv sein. Biden wird nicht automatisch wieder die Präsenz Amerikas in Europa und darüber hinaus wiederherstellen. Dieser relative Rückzug Amerikas aus der Region rund um Europa wird bleiben. Und damit nimmt die Bedeutung der EU und damit auch Deutschlands und Polens innerhalb der EU zu. Wir haben die Aufgabe, diese europäische Handlungsfähigkeit gerade auch nach dem Brexit weiter auszubauen. Und das sind wirklich sehr gute Worte der Zusammenfassung der heutigen Debatten. Wir haben wirklich sehr viele gemeinsame Herausforderungen, aber auch ganz viele Chancen. Wir haben ganz konkrete Dinge, die wir tun können, nicht als Gesten, sondern als konkrete, aktive Maßnahmen in deutsch-polnischen Beziehungen. Und 50 Jahre nach der Unterzeichnung des Warschauer Vertrages und nach dem Kniefall von Willy Brandt sind das wichtige Signale, dass wir sehr viele Bereiche haben, die uns verbinden.
und wo wir konkret handeln können. Ganz vielen Dank für diese Runde, Herr Abgeordneter Andrzej Szejna und Nils Schmidt, Bundestagsabgeordneter. Ich danke Ihnen allen für die Beteiligung an diesem Ereignis und ich danke ganz herzlich auch denjenigen, ohne die dieses Ereignis nicht stattfinden konnte, also unseren Dolmetschern, die Sie gehört haben, Monika Koszycka und Jarosław Szopczak. Ich danke auch unseren technischen Unterstützern Bartosz Rybiński und Tadeusz Serafin, ohne die wir auch diese Verbindung nicht möglich gehabt hätten. Und ich danke auch allen Partnern aus allen Institutionen, die das möglich gemacht haben heute. Bastian Sebka, TPI, Jonna Andrychowicz, Friedrich Ebert Stiftung, Christina Mayer und Malte aus der Willy Brandt Stiftung. Vielen, vielen Dank an Sie alle für die Möglichmachung dieses Ereignisses. Und ich ermuntere alle Zuhörer, Zuhörerinnen, sich mit anderen Vorschlägen vertraut zu machen, die rund um das Ereignis vom 7. Dezember heute und in den nächsten Tagen veranstaltet werden. Ich lade Sie auch ein, die Ausstellung über die 50 Jahre der deutsch-polnischen Beziehungen auch online anzuschauen. Ich verabschiede mich von Ihnen jetzt. Ich schlage nur vor, sich mit dem Ereignis hier heute auch vertraut zu machen, als mit einer Tonaufnahme auf Deutsch und Polnisch. Bis zum nächsten Mal.